also bedeutsam für mein Leben oder für meinen Weg waren eigentlich, glaube ich, heute die Brüche, dass ich immer wieder einen Weg geändert habe. Und jetzt sitze ich hier und bin sehr froh und zufrieden. Keramik hat natürlich extreme Bandbreiten. Ich persönlich mag wahnsinnig die Plastizität vom Material. Das heißt, mein Umgang mit dem Ton ist auch eher ein plastischer, ein baukeramischer, als ein, jetzt in Glasuren mich zu ergehen oder so, sondern es geht tatsächlich um die Dreidimensionalität und die Plastizität. Also inzwischen sind alle meine Objekte frei aufgebaut, klassische Würstchentechnik. Damit kann ich aber sehr groß und sehr frei arbeiten. Und alles, was ich mache, gibt Einzelstücke. Meine neue Serie Apostel ist im Grunde aus der Serie Glanz und Glimmer entstanden, die ich so ein bisschen angefangen habe aus der Auseinandersetzung mit meiner Kindheit im sehr barocken Oberschwaben und dann lange in Oberbayern, dass mich das Barock sehr fasziniert hat, das Überschwängliche, das Lebensfrohe, das Lebensfreudige. Und dann habe ich jetzt eben gedacht, ich mache ein Projekt oder mache eine Serie. Und da habe ich mir ausgedacht, es gibt jetzt 12 Apostel. Und Apostel finde ich sehr schön, ich spiele auch gern mit Wörtern, heißt der Gesandte. Und die haben alle einen doppeldeutigen Namen. Den kann man verwenden, muss man aber nicht. Aber mir macht Spaß, diesen Gesandten Namen zu geben. Die Leute können darüber nachdenken, können dem eine Aussage beimessen, müssen es aber nicht. Also für mich ist Kunst halt Zufall halt. Ich bin angefangen für ein Jahr in der Bildhauerklasse in der Uni. Und dann von meinen Kollegen halt, ist auch Zufall, der hat mich vorgestellt, diese Keramikstudiumgänge, wie das schön war bei ihm. Und dann habe ich einfach das Studium gewechselt, so die Keramik. Und dann ist er nach dem Studium in Korea, ich bräuchte diese neue Inspiration. Weil in Korea ist mein Leben sehr dicht, beim Studium auch. Es ist keine Ruhe, immer was Schärfe halt. Und dann habe ich ganz wenige Info, wie das Europäische, was Kunst oder Keramik ist. Dann bin ich sehr neugierig. Deswegen bin ich einfach nach Deutschland gekommen, weil Deutschland in der Mitte liegt, in Europa. Und Keramik halt ist ja, also das Material halt ist ja, kann nicht lügen. Das heißt, wenn ich mit dem Fingerabdruck gebe, dann das Keramik, also die Material sich selber, sie nehmen das wieder Spiegelung. Aber nicht Aussehen halt, sondern inhaltliche Spiegelung. Das ist sehr attraktiv für mich. Das ist zum Beispiel von mir halt ist ein gebrauchter Gegenstände aus Keramik umbauen oder umsetzen halt. Normale Zuschauer, die merken nicht, dass es aus Keramik ist. Weil das ist ja wie original ist einfach. Denn das ist diese reagierende Illusion, das ist auch für mich sehr interessant. Aber ich habe ein Konzept gehabt, diese Alltagsgegenstände, wäre was Abnutzung und Patina drin, gleich konservieren aus Keramik, aus Porzellan. Immer was die Leute weggeschmissen, die Sachen auf die Straße, in den Müllcontainer. Und dann habe ich einfach geholt, den Objekt. Und dann habe ich es sehr nachgemacht. Ich wollte was von mir halt, was ich schön finde, diese Gebrauchsdings, Spuren, ich wollte es ein bisschen einfrieren. Und das für die Abnutzung oder für die Form konservieren halte ich sehr Gusstechnik, wie Stempel. Stempel, kommt Kopie. Wie bin ich zu Kunst gekommen? Ich bin nicht zu Kunst gekommen, die Kunst ist zu mir gekommen. Prägende Stationen sind meine Familie, in die ich hineingeboren bin, wo ich die Familiengeschichte geerbt habe. Die Reisen und das Leben in den verschiedenen Ländern, wo wir gelebt haben und die Schulen, die ich für die Professionalisierung von meiner Kunst besucht habe. Ton hat keine fest vorgegebene Masse und Dimension, wie zum Beispiel ein Marmorblock. Der Ton ist nicht begrenzt, genauso wie die Kunst. Die Fantasie für die Kunst ist auch die absolute Freiheit. Ich kann mir alles vorstellen in meiner Kunst. Meine Kunst ist zielgerichtet an den Betrachter. Meine Kunst ist eine Kunst, die
bewegen möchte, bewegen zu Gefühlen, zu Gedanken, zu Haltungen. Ich stelle immer hocherfreut fest, dass die Arbeiten, wenn sie fertig sind, ob die großen Skulpturen oder die kleinen, die machen sich selbstständig von mir. Die erzählen ihre Geschichten selber und das ist schon auch eine Absicht.